wollen noch ein paar ausmischen. Wir kennen eine kleine Gruppe Feinde. Das Flugzeug ist hin. Wir ziehen uns zurück. Ey, wie sollen wir denn da landen können? Ja, lass mich. Die Mauer, da drüben eine Mauer, da Wald. Jod, nee. Ich hab das eine Mal, wo ich das Flugzeug abgegangen bin, ich hier voll gegen den Heli gerauscht. Von Sender starten. Also ich hoffe ja mal, dass sie eventuell irgendwann mit das mit dem Heli hier richtig patchen. Weil fliegen tut er sich grauenhaft. Machen wir wirklich mit Benzin Kokain? Das gehört zur Verarbeitung. Ich habe zum Beispiel dieses ganze Nick-Scheiß in Hedgehog schon ausgegeben. Egal, du mit dem Zeug drauf bist. So aller Bettes hier. Das ist echt giftig. Ja, das ist so wie ein armer Numpad. Fand ich eigentlich recht cool. Waffen runter, wir wollen hier niemanden erschrecken. So, da hier keine Autos fahren, würde ich sagen, das war Minenlegen. Jo, das auf jeden Fall, ne? Weil die könnten uns den größten Mist abhalten. Mal kurz gucken, wie das hier aussieht. Also ich würde hier liegen, dabei, wo ich B jetzt markiert hatte, da wo du gerade bist, ich gehe da hoch, wo ich markiert habe. Hey, ich platziere eine Mine. Hey, ich lege eine Mine. Jo, ich lege hier drüben eine Mine. Ich hoffe mal, dass sie nur von der Hauptstraße auskommen. Ich lege hier noch eine Seitenstraße, welche hier. Lass mich hier eine Mine legen. Moment, ich lege eine Mine. Die Leute werden wir auf doofe Vermutung einfach hier hinpacken. Ich lege eine Mine für unsere. Mehr Minen kann ich noch nicht, oder kann ich noch skillen gerade? Mal gucken. Ja, aber wenn du jetzt Munition holst, dann hast du wieder zwei. Na, ich habe drei kurioserweise. Ach, okay. Aber ich glaube, das wird reichen. Wartet, Waffenkiste entdeckt. Warte, okay. Ja, warte. Geil, das kann ich gebrauchen. Oh, kannst. Moment, ich leg eine Mine. Komm schon.
Oh, verdammt. Was? Wieso hat er sich nicht geduckt? Ja, also was ich hier genial finde, dass die Dinge anscheinend immer schwerer werden. Den Mörser verteidigen. Auf was für eine Spielstufe spielst du? Ich bin gerade auf normal. Ja, du? Ja, ich spiele auf extrem. Ich habe keine Hilfeansicht. Also nochmal, Prinzip war nicht schlecht. Ich leg hier drüben eine Mine. Ich leg eine Mine für unsere Sicario-Freunde. Jo, ich leg hier drüben eine Mine. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub finden. Moment, ich leg eine Mine. Ich leg eine Mine für unsere Sicario-Freunde. Moment, ich leg eine Mine. So, ich habe jetzt, glaube ich, 8 oder 10 Minen hingelegt. Schön verteilt. Schon gesehen. Ja, ich hab die Straße da. Da. Ich leg eine Mine für unsere Sicario-Freunde. Oh, dann würde ich sagen, nochmal. Ich schalte nur die Lichter hier aus. Okay, los geht's. Gefunden.
ob der überlebt mit der Bolzenklaue. Ich hole mal noch Verstärkung von den Wellen. Wegen Verstärkung. Der Sender nimmt zu viel Schaden. Sauber. Alles Paletti? Hätten wir auch eine Mine. Oh, hier ist einer gleich vorne. Inzwischen der Scheißende. Scheißdreck. Nein. Okay, die Luft ist rein. Stufe 70 bin ich gerade geworden. Ja, so lange wird es aber eng mit den Minen. Ja, alles sauber. Dann sind noch Minen. Abschuss bestätigt. Das war's. Das sollte die Rebellion anheizen. Gut gemacht. Räumen wir auf und dann weiter. Ja, fahr ruhig da rechts rum, das sind noch Familien. Ne, die ganze Straße hier vor, das ist auch Familien, wo der herkommt. Die einzige, wo wir keine Mühe mehr hatten, ist hier, wo der eine grüne ist. Da waren alle ausgebrochen. Ja, okay, sehe ich schon. Nicht mehr, nein. Tango getroffen. Heli. Sauber. Alles Paletti? Müssen wir die Minen jetzt auch wieder mitnehmen? Ah, da kommt ein Versorgungstransport gleich vorne an der Straße. Oh, den kriegt man aber nicht mehr. Shit, wir haben Gesellschaft. Deswegen schon, das Problem ist bloß, dass wir kein Auto haben. Richtig. Also vorne steht eins. Ich fahre. Ja, warte, fahr noch nicht los. Der ist ja markiert. Ja. Ich wechsle dann noch eben auf Heavy MG. Ja, komm. So. Ach komm, wo ist er denn? Nicht, nee. Da ist es. Das Auto wurde zerstört. Allah.
Signalfunktion zerstört. Ah. Abschuss bestätigt. Bitte. Pass auf, jetzt ist nicht dazu da. Melden wir den Rebellen, wo sie die Medikamente finden. Das bringt viele von ihnen wieder auf die Beine. Sollten wir die ausschalten? Warte kurz. Jetzt habe ich da einen Fernschlosser drauf. Was zweites Ziel da drüben. Sehe einen dritten. Einfach raus. Der hiesige Raffineriechef versorgt das Kartell mit Grundstoffen. Überzeugen Sie ihn, dass die Zusammenarbeit mit Santa Blanca schlecht fürs Geschäft ist. Nimmst du die zwei? Ja, warte. Drei. Der Rest ist schon Zeit. Ja, drei, zwei, eins. Ziel eliminiert. Alles okay, alles okay. Aufpassen, wir wollen keine Zivilisten töten. Wenn die links ausschalten. Draußen oder bereit? Im Zelt? Wie bitte? Draußen oder im Zelt? Im Zelt. Bist du bereit? Ja. 3, 2, 1. Ach, mal verdammt nochmal. Seht mal da, Waffenkiste. Warte mal, ich gebe Waffen für mich. Nett. Ja, nett, auch noch was zu markieren. Habe ich wohl schon gemacht. Die Hölle los. Einfach die. Warte mal. Drohne fliegt. Und hier komplett Sicario oder was? Tango markiert, ja. Er steht sehr nah bei Zivilisten. Da steht ein Heli drin. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Ziel Nummer 2 da. Ach, hier war eine Mission. Drittes Ziel. Ich zähle 5. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Tango 15. Das Haus vom Boss. Sehen wir es uns an. Wir haben eine mögliche Position des hiesigen Buchons. Durchsuchen Sie das Haus und identifizieren Sie das Arschloch. Mehr hat es gerade als Mission gegeben.
Sie eine kleine Gruppe Tangos. Wir haben alle aufgedeckt. Jetzt sagen wir, schalten erst die Sniper aus. Jo. Ein Unidad-Vogel, aufpassen! Kannst du die sehen hier? Warum muss ich runterkommen? Und die zwei gibt's. Weiß ich. Dann nehme ich die eins um. Lass mich alleine. Tango getötet. Alles gut, alles gut. Der könnte noch. Weil der andere Sniper bewegt sich auch nicht. Hallo? Der Leutnant will abhauen. Der Tango ist hin. Ein Unidad-Vogel, aufpassen. Hallo. Hi Stefan, bin ich. Wolltest du mir kurz mal Hallo sagen? Ach, hey, der Kevin ist. Der andere, der sich schon gemeldet hatte. Feindverstärkung in meinem Marsch. Der Freund seit dir, das war schon drei sonst. Genau, genau. Ich hätte sogar durchaus noch einen, der eventuell sogar Lust hätte, aber weiß ich nicht, wie du sie handhaben willst, das wäre Kumpel. Ziel eliminiert. Naja, du kannst gerne mitnehmen, wie gesagt, und umso mehr sich finden, umso besser ist es. Mir geht es bloß halt darum, so wie ich das halt geschrieben hatte im Projekt, ich will das halt gerne von Anfang an spielen, sprich wir fangen alle mit neuen Charakteren an und spielen das halt mit Nebenmissionen auf ernsthafter Basis, mit Synchron, so wie ich jetzt hier gerade mit Kevin spiele. Kannst du mal ins Stream reingucken, wenn du magst. Ach, du bist gerade hier schon am... Ach so, okay. Und wir spielen dann mit unseren eigentlichen Charakteren. Boah, hinter uns. Mal hoch zu dir. Hast du da für ein Scharfschützgewehr? Ja. Ich sehe es gar nicht. Ich brauche nur so eine Mission. Ziel eliminiert. Ach, okay. Na hier, das ist jetzt ein bisschen laut, weil Alarm geschlagen wurde. Das kann man ja auch manchmal auch gar nicht verhindern. Ja gut, das ist klar. Irgendwann geht es halt mal echt nicht, aber klar, nicht und ganz so schlimm. Zeittechnisch muss man halt gucken, wie wir alle vier dann Zeit haben. Weil das werde ich nicht direkt streamen, sondern das werde ich aufnehmen in HD. Weil streamen kann ich nur in 720p, 1080 kriege ich nicht hin. Das macht meine Leitung nicht mit, der Rechner schon. Wenn natürlich schon genial live gehen würde. Ja, freilich, aber wenn es nicht anders geht, dann halt nicht. Tango getroffen. Ich glaube nicht, dass man Rechner streamen und Aufnahme gleichzeitig mitmacht. Na, da glaube ich, hätten so einige Probleme mit. Weil es jetzt mit Auslastung mit meinem Streamprogramm bei 78%. Und wenn ich dazu jetzt den noch aufnehmen würde und Codecken, nee. Ich glaube, da ist er dann am Ende. Der Tango ist hin.
her, du. Ist das nicht wahr? Ja, nee, gut, ist ja, also klingt ja schon mal alles nicht so schlecht, ne? Lass es auch mit Ruhe und Zeit geschickt und soll Spaß machen. Genau. Ja, wenn du noch jemanden hast, bring gerne mit. Ich würde mal sagen, dass wir uns auf jeden Fall zum nächsten Wochenende nochmal verabreden. Dann können können wir nämlich dann mal besprechen, wann wer Zeit hat. Ja. Oder was ihr für Vorstellungen habt. Ich meine, es geht jetzt hier nicht nur nach meiner Nase. Ja gut, du bist in dem Fall der Chef, ne? Und dann muss es halt überwiegend nach deiner Nase gehen. Na, mir geht es nur darum, dass halt ernsthaft mit lautlos, leise, so wenig Lärm wie möglich, sodass man die Mission auch wirklich dann mal, ich sag mal, taktisch in Ruhe spielen kann. Ich habe momentan mit dem Charakter habe ich jetzt über 100% Taktik. Ich hoffe, wenn ich alleine spiele, halt so spiele, dass ich halt nicht unbedingt auffliege. Keiner da. Durchsuch das Haus. Vielleicht ist hier irgendwas. Und ja, gut, ganz weit bin ich nur nicht. Ne? Es geht nicht immer zu vermeiden. Das ist klar, das ist mir auch bewusst. Aber das ist halt gerade die Schwierigkeit daran. Ja. Weil ich spiele es zum Beispiel auf Extrem. Das heißt, ich habe keinerlei Hilfe, Unterstützung drin, die wie auf dem Radar dann noch angezeigt wird. Und das finde ich halt gerade das Spannende daran, dass dann halt Leute mal groß nicht auftauchen, weil du sie halt nicht gesehen hast. So, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Hier muss irgendwo ein Haus sein. Ach, das habe ich gerade vorbei geguckt. Ja, ich hab's. Etwas, was man nicht angezeigt hat. Die Position hat. Eines Instituts für Chemie, das von Katar. Ja, kannst auch gern so vorbeikommen, auch mit den Kumpeln kannst du gern vorbeikommen. Sehen wir uns das an. Hm? Nein, auch so spielen mit den anderen Charakteren. Oh, alles klar. Ja. Nee, schön, wir sind gut. Auch. Achso, ich glaube, die hatte ich noch nicht gesagt. Wir sind halt ein Altherrenclub hier. Alles so 30 plus. Ich bin okay, gut, ich bin hier schon fast dran, damit 25 und so wird die Mix. Ja, ich selbst mit 40. Okay. 24. Ich werde jetzt 40 dieses Jahr. Und wir sind halt alles so eine kleine Truppe, die übrig geblieben ist aus den Zeiten der Clans noch. Wo wir halt mit Ruhe spielen und nicht nur Ruhe, sondern halt auch ernsthaft und gucken, was können wir machen. Ich bin der Pilot. Und halt nicht allein unterwegs sein wollen und schon gar nicht Bock haben, großartige Phantoms. Weil das geht fast immer in die Hose. Na gut, das ist klar. Nee, schön, schön. Hält sich alles ganz praktisch schon. Also ich bin halt sagen, man probiert es halt einfach mal aus, ob das Team so, wie es dann wäre, ob das halt genau. Funktionieren würde. Oder genau. Nicht noch. Ja, nee, gut, dann bin ich aber auch schon wieder raus, weil ich muss es dann weiter. Ja, ich melde mich dann bei dir mal. Mach das. Wenn es dir halt technisch gesehen passt, wenn es dem Kumpel auch passt und dann können wir da mal was für einen machen. Also ich bin eigentlich fast den ganzen Tag eigentlich immer da und wenn ich im TS bin, bin ich sowieso da einfach nur anschreiben. Hm? Ich bin meistens unten im Channel zum Anstupsen. Alles klar. Und meistens reagiere ich in den ersten 5 Minuten. Oh ja, dann hatten dann Transport. Ja, nee, gut, dann wünsche ich euch beiden noch viel Spaß, ne? Und dann hört man sich die Tage mal wieder. Machen wir erstmal den Heli weg. Jo, danke. Schnell, bevor das Ding hochgeht. Ach, ist nicht wahr. Und klatsch. Das war gerade eben schon klar. Beim Wahl zum Öffnen. Ja, das war ich auch, war aber zu niedrig. Ja, der Unidad-Heli ist echt böse, also der haut dich gleich raus.
Meine Frau muss Tiere quälen. Tiere quälen? Ja, wir haben Chinchilla-Babys. Quälst du wieder unsere Tiere? Setze Drohne ein. Wir sind ein paar Narcos beim Lagereingang. Da ist noch ein Tango. Tango Nummer 3. Ich sehe einen Scharfschützen. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Oh, die sind hier gut verteilt. Ein Scharfschütze. Ich kenne eine kleine Gruppe Feinde. Ich habe 20 Tangos. Eine kleine Gruppe Tangos. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Und wir gucken die andere Seite noch vom Haus erkunden, weil da scheint wohl noch was zu sein. Ja. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Im Haus? Ich hab ihn. Ja, wie gesagt, das mit dem Orangennebel sehe ich nicht. Ich muss mich wirklich drauf aufs Gefühl verlassen, wo hier was sein könnte. Okay. Weil du hast ja, wenn dann noch ein Orangennebel irgendwo, wo dir genau ungefähr gezeigt wird, wo noch was ist. Das habe ich halt nicht. Musst du mal ausprobieren, ob es was für dich ist.
Also von hier oben können wir auf jeden Fall die Sniper ausschalten. Ja. Bist du die 1? Jo, hab ich. 3, 2, 1. Tango getroffen. Drei, zwei, eins. Okay, es ist alles gut. Und die Patrouille. Moment. Jo. Oh, nee, warte, ich warte. Warte. Der da unten. Tango ist tot. Ja, jetzt geht's schlecht, weil da hinten steht noch einer. Zu viele Bäume. Die Patrouille sollten wir von näher erledigen, um auf sicher zu gehen, dass die down ist. Machst du die 1 wieder? Ja, warte. Drei, zwei. Getötet. Dann müssen wir jetzt auf jeden Fall die Patrouille machen. Ja. Weil ich's. Ich hab die 2. 3, 2, 1. Tango getroffen. Der war gut. Boah, ich halt immer noch ein Stück zu weit vor. Ich hab den auch ganz knapp nur getroffen. Ja. Oh, eigentlich können wir jetzt neue Position suchen erstmal. Auf Zivilisten achten. Wir wollen niemanden versehentlich töten. Sagen, was wir die hier drin machen. Jo, da bin ich gerade im Weg hin. Ein Unidad Vogel, aufpassen. Komm zurück. Nicht die. Sondern die Patrouille, die gerade zurückkommt. Ja. Die beiden. Ich hab die 2.
1. 1, 2, 1. Hab schon. Alles okay, alles okay. Auf der hier können kommen. Die 1. Der ist im Haus. Hey, du bringst wieder her. Können wir jetzt nicht töten, weil da kommt die andere Patrouille auf der Straße. Nein, dann lass uns zurück. Ailey, setz dich mal hin. Hier, die drehen wieder um. Die 1. Warte. Ich glaube, die 2. 3. Nee. Warte. Ja, die 2 habe ich. Dann nehme ich die 1. 1, 2, 3. Ein Drecksack weniger. Und die Patrouille. Und die Patrouille. Ja. Ah, jetzt sind sie in einem Gras. Warten, bis die an der Lücke da vorne sind. Okay, 1, 2, 3. Ja, sorry. Beide. Mir passt. Beide erwischt. Solange kein Alarm losgeht, ist in Ordnung. Sehe Kartellschützen mit schwerem MG. Der Parkplatz. Oh, wir haben doch noch nicht alles. Die Drohne ist oben. Tango 15. Guck mal, die Tankstelle im Rhein auf der Ferne, so ist. So ist. Tankstelle ist sauber. Tango getroffen. Wir wollen keine Zivilisten töten. Ein Unidad-Vogel, aufpassen! Boah, da ist eine Patrouille. Achtung. Ich hab die 2. Die 1. 3, 2, 1. Der Tango ist hin. Okay, genau, das fand, fand ich mal nice. Alles gut, alles gut. Oh, da ist was, was mich im Haus sieht. Wichtiges Ziel. Scheint der hiesige genau. Buchon zu sein. Bringen wir der ihn zum Reden. Der hat mich grad fast gesehen. Okay. Dann müssen wir ja wohin müssen. Ob ich hier aufs Dach komme. Wahnsinn. Rüber gucken. Wieder runter. Ja, wir haben dich gehört. Ja, ja, ich weiß. Und haben dich alle wieder hochgegangen. Doch, könnte einer von euch weggehen von einem. Die 2 kann ich ausschalten. Was steht die 1? Ja. Okay. Tango getötet. Alles okay, alles okay. Das
noch zwei hinten. Jo. Fangen wir rum. Ein Drecksack weniger. Oh, ich werde gleich entdeckt. Du fliegst auf, bleib zurück. Wenn du hier hochkommst, sehen wir die da drüben. Ich glaub alle. Wie eins? 3, 2, 1. Abschuss bestätigt. Was? Noch da im Gefängnis. Ein Unidad Vogel macht 5 Tangos. Ich erkenne eine kleine Gruppe mit dem Satz 5. Sicario mit Minigun. Beim Lagereingang. Noch ein. Vorsicht, Sicario mit einer Maschinenpistole. Beim Lagereingang. Puh, haben aber Glück gehabt. Ja. Der rechts schläft im Bunker. Lauf mal zu der 2 hinten. Achtung, die 1 bewegt sich. Jo, muss gießen. Kannst du die 1 töten? Aua, Alter. Das sah selbst beim Zugucken gerade vor schmerzhaft aus. Können wir mal für den fetten Stiefel erst einmal mal draufhauen. Oh, nice. Mit dem Nachschub können wir uns Wohlwollen von den Rebellen verdienen. Ich glaube, ich hab's schon. Ja. Rück. Ja, die Rebellen können wir noch nicht freilassen, die machen zu viel Trabel gleich. Ja. Fehler habe ich schon mal gemacht. Im Endeffekt bringt es ja eh nichts, eigentlich, wenn du die freilässt. Ja, die KI ist ein bisschen.
Zivilisten achten. Wir wollen niemanden versehentlich töten. Kartellauszeichnung. Mann, ist der am Rumbrüllen. Aber wir wollen die Harmonie, eine freie Gesellschaft und keine Sklaven. Oh, nicht töten. Bitte nicht töten. Ich weiß nichts, ehrlich. Ich bin nur ein Helfer, wirklich. Ein Helfer von wem? Marcus Jensen. Er ist der Boss, okay? Er hält alles am Laufen. Wo finde ich ihn? Er soll eigentlich später am Hexenmarkt sein, aber ich weiß nicht wann. Rufen Sie ihn an. Arrangieren Sie ein Treffen. Es ist wichtig. Dann lassen Sie mich gehen. Hängt davon ab, wie überzeugend Sie sind. Hey, ich bin's. Hör mal, ich muss dir unbedingt was zeigen. Nein, nein, das geht nicht am Telefon. Ja, es ist wichtig. Okay. Ich bin für Liebe. Er sagt, ich soll ihn am Hexenmarkt treffen. Nur falls Sie ihn nochmal anrufen wollten. Dass Ihr Kind, ja. Dass Ihr Tod falsch ist. Wer für böse Menschen arbeitet, kann man hier Nomad. Der Kartellbutschon in Libertad ist ein Amerikaner namens Marcus Jensen. Okay, ich prüfe den Namen, mal sehen, was rauskommt. Machen Sie schnell, wir sind ihm auf den Fersen. Ob Santa Blanca viele von denen verleiht? Wie bitte? Hier oben ist eine Kartellmarke. Die habe ich schon. Nomad, ich habe ein Video für Sie hochgeladen. Hintergrundinfos über den hiesigen Boss. Zeig mir jetzt das Fackenkreuz an. Wenn da drin was ist, wieso komme ich da nicht hin? Google sich was Glas, ach, ist das schön. Ich hätte noch einen, der gerade auch mitzocken will. Ja, Daten ein, genügend Daten. Komme ich denn da hin? Ach, hier ist noch eine Tür, okay. Wie war denn das Passwort nochmal? TCGONE. TCG? ONE. Okay. Habe ich denn alles, was es hier noch gab? Ach, hier sind Dokumente vergessen. Ich muss noch mal da hinten hin zum Gefangenen. Ich lasse ihn auch gleich frei. Holzenwerfer. User joined your channel. Servus. Moin Moin. Ihre theoretischen Kenntnisse sollten also kein Problem darstellen.
Jensen mag vielleicht wissen, wie man Coca-Paste in Polvo Blanco verwandelt, aber er wird sich auch profilieren. Profilieren? Der Professor? Er will für klug gehalten werden, also sorgt er dafür, dass jeder es merkt. Er protzt nicht, aber er will prominent sein. Und prominente Kriminelle werden erwischt? Sie sind leicht zu finden, sie bewegen sich zu viel in der Öffentlichkeit. Ja komm, wäre doch genial, wenn du reinkrabbeln kannst, Schaufel hochfahren und von oben rausschießen. Ja. Ich glaube, ich habe hier alles. Nee, da ist noch was. Oben raus habe ich immer noch was vergessen. Wer will dem Kartell eins auswischen und ein Versorgungsheli für die Rebellen kapern? Ich geh mal was essen. Dadurch gewinnen wir doppelt. Okay. Also, bis nachher. Ciao, ciao. Jo, wir sehen uns. Schicker Vollbart. Ja, dann muss ich mal einen Bart machen. So. Was willst du machen? So, wo seid ihr dabei? Also, wo ist denn das hier? Libredat sind wir gerade unterwegs, aber da war ich vorher überhaupt noch gar nicht. Aber ich habe jetzt zwei von fünf. Weiß ja nicht, ob du hier auch schon gespielt hast in der Region. Habe ich schon, ja. Hast du die komplett durch? Von der Story her ja, ein paar so Rebellen-Dinger fehlen noch. Wenn du magst, können wir die machen. Jo. Alles andere gibt schon in der Kipp an. Wohin? Habt ihr den schon gemacht? Alles sauber. Nee. Ja, der ist bei uns echt hin. Unidad-Vogel im Anmarsch. Unten bleiben. Chungo, du entspannst dich. Ich fahre. Setze Drohne ein. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Ich kann gleich noch gucken, ob das nicht abholt. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Gut, mach hier das Hammer an. Er ist erledigt. Ins Auto, dann vorne hinterher. Tja, wie kriegen wir den eigentlich? Aua. Hingehen und E drücken, das ist ein Auto. Ja, ja, das ist schon klar, aber rankomm erstmal. Gut, oh, sauber.
Gut gemacht. Meine Freunde finden dich unnütz. Ich? Tja, ich sehe das etwas anders. Die Leute sehen hin, wenn ein Penner wie du mit seinen eigenen Gedärmen erhängt wurde. Das ist gar nicht nötig. Ich mach, was immer du willst. Ich will, dass du deinen Hermanos sagst, was hier passiert ist. Ich nehme die Arschlöcher gerne in die Mangel. Ressourcen erhalten, die wir dringend brauchen. Bolivien braucht eure Truppen in voller Stärke, Pack. Und ganz ehrlich, wir auch. Bald wird aus unserer Guerilla eine richtige Armee. Die Art von Armee, die den vollständigen Sieg erringen wird. Muchas gracias. Ob Santa Blanca viele von denen verleiht? Kein Wunder. Was denn? Ich laber, hab gerade einen anderen TS neben mir aufgemacht, um dem Kumpel noch Bescheid zu sagen. Und mit dem habe ich vorher gespielt, der ist gerade essen. Und ja, mein Mikro war auf dem TS hier aus. Wenn du willst, kannst du irgendwas markieren, dann gehen wir da hin. Mir ist ganz egal, was wir machen. Keiner das Versorgungsflugzeug hier runter. Ach nee, das hatten wir ja. Ach, das kannst du mir noch. Oh, gut. Ja, komm, Waffen. Da gibt's Waffenteile. Ich verstehe diesen Jensen nicht. Er ist ein brillanter Chemiker, oder? Was macht er hier? Warum arbeitet er fürs Kartell? Das Kartell rekrutiert heutzutage die Leute direkt vom College. Die müssen ihre Studiengebühren zurückzahlen und beim Abschluss taucht jemand mit einem Koffer voller Geld auf. Aber er muss doch wissen, worauf er sich einlässt, oder? Er muss doch wissen, dass er Drogen für eine Mörderbande herstellt. 1000-Dollar-Scheine können die Sicht schon trüben. Das war's mit ihm. Ich glaube, das war mal nicht. Alles sauber. Ein kleiner Außenposten. Ich sehe eine Waffenkiste. Passt gut zu meinen Stiefeln. Ja, wir haben uns zwar eine Waffe geholt. Das war in so einem riesigen Flugfeld, dermaßen gut bewacht. Aber die Waffe war ganz außen, also wir mussten 3-4 Leute umlegen, dann hatten wir eine. Ich dachte erst, die wäre irgendwo mitten drin. Auch nicht schlecht. Moment, ich fahre. Mit
da eigentlich neben dran das Versorgungsflugzeug auch noch drin machen, oder? Ja. Wackelt bei dir das Fahrerhaus auch so? Nö. Unidad-Vogel im Anmarsch, unten bleiben! Ich sehe einen Scheißdreck, meine Drohne wird gestört. Das sollte nicht sein. Alles auf dem Flugfeld. Ob das zu meiner Klasse A-Uniform passt? Hey, Sicario mit Maschinenpistole. Sieh dir den Parkplatz an. Da ist noch einer, genau da. Da ist noch ein Dritter. Einer weniger. Ich sehe einen Narko beim Parkplatz. Achtet auf eure Ziele. Es sind Zivilisten im Bereich. Ich sehe einen Narko mit... Wo hast du sie? Sieh dir den Parkplatz an. Ich weiß, wo eine Kartellsendestation ist. Machen wir sie platt. Erledigt. Hey, Kartellschütze, beim Parkplatz. Ich sehe einen Narko. Sieh dir den Parkplatz an. Hab noch einen entdeckt. Einer. Jo. Hey, Kartellschütze. Sag mir wo. Beim Parkplatz. Ist er so? Aber da ist noch einer. Abschuss. Ich glaube, das waren alle, oder? Ja, für Flugplatz gibt es noch ein paar mehr, so ist es nicht, aber wir brauchen ja, ein Flugzeug. Alle, die wir brauchen. Ich sehe einen Scharfschützen. Der könnte liegen. Also den Flugzeug, Flughafen haben wir gerade kurz vorher gemacht. Wenn wir auf jeden Fall von der Seite kommen, vom Turm aus. Okay. Genau, der Unidad-Vogel. Was ist denn der hier?
Wenn wir sie ja nur als Spielzeug finden. Ein Rebellenauto. Was ist denn da hier? Was haben die denn jetzt? Schickt er mich da lang? Das ist aber bescheuert. Die Navi, das Navi hier drin ist genauso grauenhaft wie das Navi, was man im Auto hat. Jo. Guck mal, Abendbrot läuft hier rum. Hört sich nach Unidad an. Ist es so. Na, und wie dann stört er noch? Warten wir kurz, bis wir uns nicht mehr suchen, ne? Dass hier ein Trainingscamp oder was? Schaut da raus. Drohne fliegt. Schlechtes Signal. Die stören die Drohne. Ich weiß noch, was stört denn das? Den oder den Generator? Ja, hier vorne gibt's den. Und was ist drin? Die Drohne ist hin. Die haben einen Jammer. Erledigt. So blitzschnell um die Ecke hier. Ja, ja. Das hat aber gedauert. Geht in Deckung. Allmächtiger. Enemigos en posición vulnerable. Mantengan su posición para abrir fuego. Artillerie. Ja, das Problem ist, dass wir schon zwei Stufen also verfolgt werden. Am besten ist jetzt ein Schussschütze hier, weil die suchen uns jetzt an der letzten bekannten Position. Ja. Und warten, bis die Sterne wieder weg sind. Und dann gehen wir gleich nochmal rein. Ja, Sonnenuntergang. Ugh!
auch. Ach komm, du blöder Sniper. Das ist ja nicht wahr. Scheiße. Ein Tango weniger. Falsch markiert. Die halten aber ordentlich was auf. Ja, und wieder hinter uns ist auch Uli da. Ja, scheiße. Am besten noch mal ein Fahrzeug oder so, oder? Ja. Pass auf, wo du hinschießt! Zivilist am Boden! Ja, toll, jetzt fährt er mich über den Haufen. Meine Waffe auf ihn richten, dass er aber steigt. So eine Scheiße. Ja, wow. Ist es ein Wunder, dass die Menschen hier die Armee hassen? Meine Fresse. Soll ich ihn mal nehmen? Gibt's ja, ich hab auch noch. Achso, okay. Am besten weg von der Straße, oder? Jetzt haben wir nur noch einen. Nee, jo. Komm aber hier rüber, ey, hier Säcke. Die Drohne streit, sie wird gestört. Die kommen nicht, oder? Nee, kommen nicht mehr näher. Haben wir auch keinen. Müssen wir sie gleich los. Wir stehen unten an der Straße, alle. Ach, kommt schon. Auf zu knacken, du Ast. Der Ast, den wir soll aufhören zu knacken. Sieh mal an, als wenn einer durch den Wald geht. Am besten umgehen wir die. Und gehen wieder hoch zu dem Lager, oder? Ja, würde ich aber sagen, dass wir dann über. Ich sehe 10. Ah. Das war's. Heli im Anflug. Das war's mit ihm. Gehen alle zurück in die Basis.
ich hab vorbeigeschossen. Da müssen wir natürlich nachladen. Sorry, das war mein Fehler. Oh, das wird mir auch. Ja, hab ihn. Achtung, Patrouille. Oh, Scheiße. Schlechtes Signal. Die stören die Drohne. Die Patrouille hat angehalten, ja. Das ist nur ein leeres Auto. Nee, nee, nee. Haha, da sind sie. Na, tschüss. Reload. Ich komme mal nach meiner Hand hin. Oh, warum sind wir noch mal? Wow! Muss ja natürlich sein, dass die Patrouille da hochkommt, direkt vor meiner Nase. Du willst gerade auf die unten zielen und dann kommt einer von der Seite und ballert auch auf dich. Ja, ich hatte gerade gesnipert, hey Glenn. Ich hab gerade gesnipert, vor allem Zoom drin kommen auf einmal drei Typen vor mir hoch. Da ihr einer hätte was da spielen. Hab die Rebellen um indirektes Feuer gebeten. Verstanden. Mörder unterwegs. Buena suerte. Gegner getroffen. Aktivität enemiga detectada in nueva posición. Problem ist heute selber jetzt nicht wenige. Servus. Hi Glenn. Flieg doch einfach da oben hin. Aber auch 44 Sekunden auf dem Börser. Ist jemand im Spiel? Ja. Gut. Los soldados enemigos rompieron contacto y se retiraron. Es hora de terminar la búsqueda.
Kamin kommen. Scheiß Dreck, meine Drohne wird gestört. Verpiss mich mal. Schlechtes Signal, die stören die Drohne. Die Drohne ist hin. Die haben einen Schirm. Können Sie los? Hab indirektes Feuer angefordert. Ich hoffe, die treffen. Granate da. Tango getötet. Sturm ist los. So. Ja. Es war alles andere als leise und ruhig. Ja, dafür kann man das Lager erkunden. Im Lager ist keiner mehr. Doch. Aber die sind in den Zelten. Ich habe da noch einige Punkte. Patrouillen kommen zurück. Das war's mit ihm. Tango 10. Hier ist eine Waffenkiste. Nicht bemerkt, zum Glück. Die Datei scheint die Routen für die Chemielieferungen zu enthalten. Damit sollten wir den Konvoi aufspüren und ausschalten können. Sofort weg da! Fuck, fuck, fuck! Warum geht es nicht eigentlich den Generator aus? Die haben Lichtpaneele hier. Ich habe hier im Park gesehen, eine kleine Gruppe Tangos. Die Lichtpaneele laufen mit eigenen Generatoren. Ah, okay. Oh, jede Menge wird hier gleich mal näher. Tango ist tot. Ja. Scheiß drauf. Thank you.
erstmal hier weg vom Lager. Bei dir da hinten frei, oder? Ich bin tot. Ja, da frage ich auch, bei, ob ich da jetzt zu dir hinkommen kann. Ja, einer müsste noch da sein, aber der ist noch markiert. Habe ich gerade Lageralarm gemacht mit dem Tank. Wo sind denn aber jetzt mal langsam die letzten? War ja das zweite Mal Verstärkung, oder? Hier ist einer. Wo müssen wir hin? Da wo A ist, oder was? Genau, da ist noch eine Waffenkiste, also ein Waffenteil ist da. Okay. So viel Aufwand für ein Waffenteil habe ich noch nie gehabt. Zu dir. Die rennen ja alle hinterher. Wenn ich nur heute das Teil mal rausziehen. Mann, jetzt bin ich ja nicht mehr dran. Das kann ich gebrauchen. Ja, ich hab's und wunderbar. Schaff's sogar raus. Von dem können wir erstmal weg hier. Jo. So ein Riesenaufwand für ein Scheiß. Eine scheiß Handwaffe. Geschafft. Alle noch ganz? Boah, nee.
nur für ein Waffenteil. Hier gibt es ein Heli nebenbei, dann kriegst du ein paar Punkte drin. Aber kann es sein, dass mir die Verstärkung die ganze Zeit hinterher rennt? Ja, Soldat mit einer Maschinenpistole. Sag mir wo. Beim Checkpoint. Vorwarte. Was kann man? Drohne fliegt. Hier sollten nicht viele sein. Ich sehe eine kleine Gruppe Tank aus. Die haben Lichtpaneele hier. Es sind jetzt 15. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Ich join euch einfach mal, ne? Ja, ja. Nee. Kannst du machen. Ich mach den Generator aus. Oh shit. Ja. Bleib unten, das ist nicht drin. Leben. Das wollte ich wenden. Ja. War auch nicht meine Absicht so. Bleiben die da oder kommen die her? Ja, ich glaube, damit wir den Alarm verlieren, müssen wir so ein Stück weiter weg. Was trauen die sich das nicht? Das Problem ist, wenn wir jetzt hier durch den Fluss gehen, dann müssen wir uns umfangen sehen. Weg sonst, aber die Firma war trotzdem dort. Ja, ja. Aber wenn die da unten stehen bleiben, dann das ist kein Problem. Mal gucken, wo die jetzt hingehen. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Die rennen wieder zu ihrem Auto. Die steigen alle wieder ein. Ich denke, die fahren gleich weiter. Da haben wir aber einen oben gelassen und einen unten. Was? Ach, Glenn! Ja, ich bin hier gleich gespawnt, ich hau schon ab. Ich war gerade froh, dass wir sie los haben. Das ist, warum nur einer da ist. Du musst weiter weg, Glenn, sonst. Weil die kommen, die laufen dir jetzt auf die Position zu. Mann. Wie eine Horde ab, echt. Guck mal, ob ich die unter dem Wasser legen kann. Einer kommt hoch. Brauchst du Hilfe unten bei denen? Nö, nö, passt schon. Das war's mit ihm. Aber. Erledigt. Ich hab da noch ein Ausrufezeichen in der Basis. Ja, ja. Da wollen wir auch mal. Was, den Polizisten fährst du nicht mal auf, aber alle anderen oder was? Und überhaupt nicht damit. Das ist ja schon endschwer. Das sind, glaube ich, 6 Köpfe. Checkpoint! Ich will es dazu machen, extrem. Achtung, Santa Blanca ist hier! Nein, in Deckung! Nein, 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 nein! Das ist jetzt nicht wahr. Ach, kommt! Genau von der anderen Seite werde ich beschossen. Was denn die war? Und die Dad kriegt jetzt nochmal Verstärkung.
Ja, da kommt die Patrouille. Lasst mich einfach sterben, da kommt sowieso keiner ran von euch, ohne drauf zu gehen. Na, du liegst da zu weit vorne. Ich will spawnen einfach. Das Schlimme ist nur, dass mich nicht die Uni dort umgelegt hat, sondern ich weiß Sakari von der anderen Seite. Das Problem ist, wir müssen jetzt eigentlich erstmal den Trip loswerden. Nein, dann lauf doch erstmal weg. Nee. Ich bin auf der anderen Seite, mich von mir wissen sie gar nichts jetzt hier. Dann entferne dich mal vom Lager. Ja. Ich bin auch gerade erstmal den Fluss ein bisschen runter. Komm dann wieder, wenn wir sie losfahren. Weil sonst kommen immer mehr. Eben. Sind jetzt hier noch hier 2, 3, 4, 5, 6. So, Glenn. Bitte. Wenn du eine ruhige Ecke hast, mach mal die Map auf und markier mal den grünen Pfeil, der dort im Lager ist. Dann kriegst du vielleicht noch ein, zwei Punkte mehr. Verfickte Scheiße! Also ich bin schon im Wald. Ich frag mich, von wo wir sehen können. Ich hab da noch gar nichts in dem Lager. Ich hab da unbekannter Ort. War da auch noch nie hier. Naja, die Punkte kriegst du ja trotzdem. Ich hab da nur das Ausrufezeichen. Alter, wie weit muss ich noch reinlaufen? Das ist ja Wahnsinn. Lauf, lauf, du musst laufen, weil wir sind halt abgelenkt. Jetzt ist Glenn tot. Warte mal, hör ich das nicht schon? Was wurscht, das ist von ihm. Da steht eh alles voll, der ganze Wald ist voll. Ablenkungsgranate. Wo hast du nur dieses Termite-Zeug daher? Ja. So, bin wieder da. Baby. Okay. Ein Unidad-Vogel, aufpassen! Kriegen wir den nicht richtig los, oder? Oh geil. Kevin, da wo du spawnst,
So, jeder bei Monidat. Lauf schon weg. Es würde schon reichen, wenn wir, wenn wir einfach ins Lager reinkommen. Aber der Typ da hinten ist da auf der Ladefläche, oder? Ja. Da sind Zivilisten. Passt genau auf, wo ihr hinschießt. So weg. Lass ihn wegfahren. Jetzt ist mal gucken, was die Patrouille da hinten macht. Ich schau mal, ob ich mir den Heli klauen kann. Wenn es dir nur um Heli geht, da kann ich auch einen hinstellen, ne? Wie? Über die Rebellen. Nee, der Sprung ausgestochen hat er deshalb. Ziemlich viele Blinklichter und Knöpfe. Ach, steigt doch ein, ne? Der unauffällig, ihn zu klauen. Ja, unauffällig ist das gerade gar nicht. Ja, vor allem der eine schießt schon. Ach komm, fliegt schon, blöd. Dann musst du dann nämlich mal zeigen, wo du weiter musst, weil du bist, glaube ich, einer, der am weitesten weg ist von uns allen. Ja, ich habe noch nicht so lange gespielt. Aber mir ist im Endeffekt wurscht. Das Schöne an dem Spiel ist ja, dass man überall spielt. Kann ich da nicht einstellen? Ja, hier. Ja. Jetzt ja. Was? Ich war bei Okoro. Sieht man das? Ich melde den Rebellen den Standort des Helis, dann können sie ihn holen. Ja. Was ist hier? Oh, nee, hier gab's Ressourcenpunkte. Ja, habe ich nicht mehr angezeigt. Andere Seite hinter der Tür.
sichern, was man hier dafür hat. Ja, ansonsten können wir uns auch porten, wenn wir uns anfangen. Ui, ich hab einen. Mit Gatling? Cool. Ich fahre. Jensen mag vielleicht wissen, wie man Coca-Paste in Polvo Blanco verwandelt, aber er will sich auch profilieren. Profilieren? Der Professor? Er will für klug gehalten werden, also sorgt er dafür, dass jeder es merkt. Er protzt nicht, aber er will... Prominente Kriminelle werden erwischt. Sie sind leicht zu finden. Sie bewegen sich zu viel in der Öffentlichkeit. Bereit für den Angriff. Deck alles hin. Ich sehe Schienen, Wachtürme, Lagerhallen und... Ist das ein Heliport? Wenn Dormans Info stimmt, ist das Datenzentrum unter der Erde. Scheiße, wir kriegen Mörserfeuer! Wollt ihr jetzt den ganzen Weg hochfahren? Oder? Hm? Ob ihr jetzt den ganzen Weg fahren wollt, oder? Ja, aber du kommst da gar nicht vorhanden. Oder? Ja, man hätte sich aber einfach hoch zu einem Hochporten können. Ach, stimmt eigentlich. Weil du bist ja ewig unterwegs, wenn du da jetzt fährst. Bauen wir Blitzreise. Da. Aber hier geht das nicht mit den Minen.
Unidad Vogel im Anmarsch. Unten bleiben. ¿Ustedes están con nosotros? Wir lassen die Rebellen wissen, wo sie den Nachschub finden. Sie können uns später danken. Den Heli haben wir an der Backe. Runter, alle runter, Heli! Ja, hier kommt Transport. Der ist gleich Schrott. Der Truck kommt. Der hat sie aufgescheucht. Wollen wir denn? Ach, das ist jetzt unfair. Schuss bestätigt. Hast dich wohl noch oder wollen? Weil hier ist die Mission. Ja, ja, da ist ein Versorgungstransporter. Den holen wir uns eben schnell. Lassen wir sie uns im Land stehlen! Viel lange! Ach, ihr habt die... Wie lange dürfen sie unser Land zerstören? Für immer, sage ich euch! So lange, bis wir die Waffen ergreifen und uns wehren! Allein kann sich keiner der Macht des Kartells widersetzen. Aber zusammen können sie uns nicht. Markiert. Ziel gesichert. Verschwinden wir. Die Rebellen können sich jetzt ihre Funkausrüstung holen. Der Sender geht vor die Hunde. Wenn wir unser Land nicht zurückholen... Du solltest es mitbekommen haben, Glenn, oder? Finden, so oder so. Wenn wir sterben müssen, dann doch wenigstens auf unseren eigenen Füßen. Der Sender nimmt zu viel Schaden. Und gleich da, und gleich da. Shit, der Sender ist schon beschädigt. Ist raus. Das sollte den Rebellen helfen. Ja. So, was jetzt? Darf man den Rest noch killen? Nächste Mission. Dolly dann nochmal. Was war das? Was du möchtest. Also das nächste, was ich sehe, ist diese Mission.
Eine grüne. Bin erst seit 30 Spielminuten hier in der M-Berei. Ja. Mein Gott. Macht den Leuten doch nicht so viel Angst. So viel Windeln haben die nicht in Bolivien. Wenn wir da vorne eine Kreuzung machen, kommt uns eine Mission entgegen. Weil ich das gerade gesehen habe. Ja, dann markieren. Ja, ich habe das Gebiet schon gemacht. Ich auch. Oder ist gerade was gefahren? Ja, wir sind auf die Bergspitze drauf. Bei mir ist die Mission gerade. Wow, was war das? Ich hab den Falschen getötet. Eigentlich wie gesagt, da kommt eine Mission auf mich zu. Wir sollten den Heli klauen, sonst nicht. Boah, nee, oder? Ja, jetzt hat er den Heli da unten hingestellt. Ab dafür!
Setze Drohne ein. Da ist noch einer, genau da. Ich sehe ein fünftes Ziel. Der da muss auf jeden Fall umgelegt werden, genau. Wir haben Gegner in der Nähe. Räumen wir auf und dann weiter. Hier kennen eine kleine Gruppe Feinde. Ich fliege. Wir wurden entdeckt. Ich plündern ist mein Hobby. Hua! Da ist der ganze Video im Arsch. Der fliegt nur so weit. Das ist ein zweiter Tango. Sehe einen dritten. Ich zähle fünf. Warte, ich sehe dich. Alles sauber. Mm-hmm.